klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Und ist der Graben mal zu breit, für Baby ist das keine Schwierigkeit. Aufgesessen lang die Zügel, Sattel fest und Fuß im Bügel, über Felder, über Weiden, jeder kennt die beiden. Das sind Baby und Tina, auf Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Was für ein super Sommertag. Ganz Falkenstein ist in warmes Sonnenlicht getaucht. Auf der Koppel des Martinshofs grasen friedlich die Pferde. Frau Martin macht sich gerade daran, eine Leiter am Haus hochzuklettern, um die Fenster zu putzen. Die Ferienkinder bereiten sich auf die Reitstunde bei ihrem Sohn Holger vor, als sich plötzlich im schnellen Galopp zwei Reiterinnen nähern. Tina Martin und Bibi Blocksberg, die hier mal wieder ihre Ferien verbringt. Die beiden besten Freundinnen preschen auf ihren Pferden Amadeus und Sabrina quer über den Hof. Durch ihre plötzliche Bewegung beginnt Frau Martins Leiter gefährlich zu schwanken. Hey, mal langsam, ihr zwei! Doch Bibi erhebt im Vorbeireiten schnell ihre Arme. Plopstopp! In letzter Sekunde erstarrt die Leiter in ihrer Bewegung und schwingt mit der erschrockenen Frau Martin langsam wieder zurück Richtung Hauswand. Aber die beiden Mädchen haben einen Grund, warum sie so schnell reiten. Sie sind mit Tinas Freund Alex von Falkenstein verabredet. Und zu spät kommen ist ja wohl total unhöflich. Los, schneller, meine Süße! Los, Amadeus! Fürs Rennen musst du aber noch einen Zahn zulegen, Baby! Da leg ich sogar drei zu. Ha! Und gewinne! Ach ja, das Rennen! Jedes Jahr veranstaltet Graf Falco von Falkenstein ein Pferderennen auf seinem Schloss. Alte Adelstradition. Dieses Mal möchte er einen ganz besonderen Event daraus machen. So besonders, dass selbst Alex vorher nichts Genaues erfahren darf. Die Mädchen jagen nun über die Felder und Wiesen hinter dem Hof und hängen ganz nebenbei noch den Schmiedelehrling Freddy auf seinem Maschinchen, seinem getunten Geländemotorrad, ab. Übermütig überspringen die Freundinnen einen Baumstamm, während Freddy mit quietschenden Reifen davor zum Stehen kommt. Jaha! Verdammt! Bibi und Tina reiten jetzt auf die alte Eiche zu. Da nähert sich von hinten auf einem imposanten Pferd ein Reiter. Er trägt eine schillernde, rot-schwarz gestreifte Jacke und auf den grellblonden Haaren eine schwarze Melone. Hämisch grinsend zieht der Typ nun seitlich an Tina vorbei und drängt sich triumphierend vor die beiden. Ja! Kennst du den? Na klar, das ist doch der Karkmann. Der Karkmann? Oh, Baby! Dann zeigt mal, was ihr könnt! Go, Fantastico! Fantastico heißt also sein Pferd. Es scheint wirklich fantastisch zu sein. Aber der Reiter? Irgendwie unsympathisch. Er prescht an Bibi und Tina vorbei. Das lassen sich die beiden nicht gefallen. Ey! Los, Amadeus! Los, Sabrina! Die beiden Mädchen holen auf. Doch Karkmann reitet gekonnt in Schlangenlinien vor ihnen her und hindert sie so daran, an ihm vorbeizukommen. Dann plötzlich spornt er seinen Fantastico an, noch schneller zu reiten, prescht in rasendem Tempo auf die alte Eiche zu und kommt als erster dort an. Ja! 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 Was sollte das denn jetzt bitte? Oh, nicht ärgern. Ich nehme Kinder sehr ernst. Kinder sind die Konkurrenten der Zukunft. Und an Niederlagen wächst man. Das ist ja in eurem Fall ein klarer Vorteil, ihr kleinen Hosenscheißer. Was? Und so groß wie Sie sind, müssten Sie dann ja schon ziemlich oft verloren haben. Ja, ich bin ziemlich groß. The winner takes it all. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau, man sieht sich immer zweimal. Ungläubig blicken die Freundinnen Karkmann hinterher, wie er bestens gelaunt und pfeifend davontrabt. Der war schon unglaublich schnell, oder? Ja, der hat aber auch ein super tolles Pferd. Ja, ich glaube, der macht auch was mit Pferdezucht oder so. Bibi zuckt nur mit den Achseln.
Sie sieht es gar nicht ein, sich beeindrucken zu lassen. Nicht von so einem Angeber. Zum Schloss der Falkensteins, das prächtig auf einem Hügel thront, ist es nicht mehr weit. Bibi und Tina reiten schließlich auf den Hof, steigen ab und machen ihre Pferde fest. Auf der Wiese vor dem leise plätschernden Brunnen stehen Graf Falco von Falkenstein, sein Sohn Alexander und sein Butler Dagobert empfangsbereit nebeneinander. Sind wir zu spät? Nein, nein. Wir erwarten nur die Tochter von Freunden. Die macht nämlich auch beim Rennen mit. Da fährt auch schon ein prachtvoller Oldtimer mit einem chinesischen Chauffeur am Steuer auf den Hof und hält genau vor dem Begrüßungskomitee. Auf der Rückbank sitzt ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen. Dagobert öffnet die Autotür und Graf Falco nimmt das elegant gekleidete Mädchen in Empfang. Sophia von Gehlenberg. Oh mein Gott, bist du groß geworden. Wie geht's den Eltern? Super. Sophia gibt Graf Falco geziert und formvollendet die Hand. Dann wendet sie sich ihrem Chauffeur zu und spricht in einer Sprache mit ihm, die Bibi ziemlich spanisch vorkommt. Nein, nein, das ist Chinesisch. Sophia spricht Chinesisch? Chinesisch? Sophia, darf ich vorstellen, das ist Tina, meine Freundin. Hallo. Freundin, so richtig? Ja, klar. Süß. Und das ist übrigens Ich bin Bibi. Bibi Blocksberg. Ja, und? Und auch eine Freundin, aber so anders richtig. Doch Sophia beachtet Bibi gar nicht mehr. Stattdessen zeigt sie angeekelt auf Tinas Stirn. Du hast da was. Während Tina sich verlegen räuspert, versteht Bibi überhaupt nicht, was das soll. Ja, stimmt, auf Tinas Stirn ist ein kleiner Pickel. Aber wer schert sich schon um sowas? Schnell hebt Bibi ihre Arme und hext leise. Ene, mene, winde, wehen. Pickel muss jetzt ganz schnell gehen. Hex, hex! Tatsächlich. Im selben Moment ist Tinas Pickel verschwunden. Doch da taucht er plötzlich auf der Wange des überraschten Butlers Dagobert auf, wandert weiter auf die große Nase von Graf Falco und landet schließlich auf der Stirn von Sophia von Gehlenberg. Oh mein Gott, was ist das denn? Du, das ist gar nichts. Das ist Blütenstaub. Bibi, hast du wieder gehext? Gehext? Entschuldigung. Graf Falco hat wenig Lust, Sophia noch mehr zu verwirren und schiebt sie zu Alex. Alexander, du bringst jetzt bitte erstmal Sophia in dein Zimmer, in ihr Zimmer. Alex sieht Bibi und Tina entschuldigend an. Eigentlich wollte er ja Zeit mit ihnen verbringen. Schnappt sich einen Teil des zahlreichen Gepäcks und läuft zusammen mit Sophia, Graf Falco und Dagobert zum Schloss. Das hast du ja wieder super hinbekommen. Besser als jedes Pickelzeug. Tja. Aber ich glaube, Alex' Vater findet die richtig toll. Mhm. Oh weh. Das scheint Tina richtig was auszumachen. Aber da zieht Bibi sie schon Richtung Stall. Vielleicht kann ja das süße Fohlen Sokrates, wegen seiner weißen Fesseln Socke genannt, wieder für gute Laune sorgen. Es ist wegen einer Grippe nicht auf der Weide und wird von ihnen liebevoll gepflegt. Mmh. Energie fließt. Du bist ganz ruhig, Socke, Sokrates. Spürst du das? Bibi und Tina, die nun den schönen alten Stall des Schlosses betreten, schauen sich erstaunt an. Denn in Sockes Box steht Dr. Eichhorn Senior, genannt Eichhörnchen, und massiert dem Fohlen sanft die Ohren. Was machst du denn da, Eichhörnchen? Shiatsu für Pferde. Das habe ich aus Japan. Reise bildet. Ich bin mal gespannt, was mein Robert aus Afrika mitbringt. Robert ist sein Sohn. Eichhörnchen, eigentlich schon in Rente, übernimmt seine Vertretung, wenn er mal wieder so wie jetzt auf Reisen ist. Egal, Hauptsache ich kann die Vertretung wieder abgeben. Die Grippe ist weg, die Temperatur runter. Super, das ist schön. Ihr könnt noch was zu diesen Globulis geben. Das machen wir. Wir wollten heute eh bei ihm bleiben, weil es doch so doll gewittern soll. Ja, dann guck ich mal nach der Kuh vom Mühlenhofbauer. Tschüss. Auch Alex wäre jetzt viel lieber bei den Mädchen im Stall. Stattdessen läuft er mit Sophia durch die Gemäldegalerie des Schlosses zum Gästezimmer. Das mit dem Hexen eben, das war doch nicht echt, oder? Ich meine, Hexen gibt es seit dem Mittelalter nicht mehr, da wurden die doch alle verbrannt. Nicht alle. Es gibt ja auch Schamanen und einfach Dinge, die man nicht versteht.
Babys Mutter ist auch eine Hexe. Das ist angeboren. Wie jetzt? Also hext sie wirklich? Ja, wohl keine Klamotten, oder? Naja, also alles kann sie nicht hexen. Wetter zum Beispiel nicht und Krankheiten. Wie macht sie das? Mit einem Zauberstab? Nee, nicht zaubern. Eher so Hex-Hex. Hex-Hex. Und das muss ich reimen, ja? Mhm. Du kennst doch bestimmt ein paar von ihren Sprüchen. Oder kann man da selber kreativ werden? Zimmer, Zimmer, ich bleib jetzt für immer. Hex-Hex. Ich zeig dir dann erstmal dein Zimmer. Alex öffnet die Tür und lässt Sophia den Vortritt in den großen, etwas düsteren Raum. Rund um das von einem prachtvollen Baldachin überspannte Bett stehen Antiquitäten aus dunklem Holz, sorgsam bewacht von einer alten Ritterrüstung. Sophia sieht sich nicht besonders begeistert um und fordert Alex auf, ihr einen der Koffer zu reichen. Als sie ihn öffnet, ist er zu seinem Erstaunen mit Büchern gefüllt. Ich weiß, viele gibt es halt eben noch nicht als E-Book. Nein, ich dachte nur, du machst hier doch eigentlich Urlaub. Urlaub? Hast ja nicht gleich lernfreie Zeit. Da haben wir wohl ganz unterschiedliche Ansichten. Ja. Ich bin froh, dass ich mir überhaupt noch ein paar Tage fürs Rennen freischaufeln konnte. Das nächste Schuljahr muss vorbereitet werden. Und dann lerne ich ja nebenbei auch noch Chinesisch, ohne dass man ja gar nicht mehr klarkommt. Alex, ich bin froh, dass wir endlich mal wieder zusammen sind. Und wenn du erst mal mein Internat gesehen hast. Internat? Verplappert. Naja, wir können ja Chinesisch lernen. Derweil rückt das Gewitter immer näher. Über dem Schloss verdichten sich die Wolken. Graf Falco von Falkenstein, der an seinem Schreibtisch sitzt, scheint das gar nicht mitzubekommen. So vertieft ist er in dem vor ihm ausgebreiteten Plan für das Rennen. Vergnügt macht er daran ein paar Änderungen, als Dagobert pünktlich mit einem Teetablett das Zimmer betritt. Dagobert? Ich kann mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen. Dieses Rennen wird besonders überraschend und verwirrend. Ja, Irrgarten. Da klingelt das Telefon. Der Anrufer ist der neue Nachbar Hans Kackmann, der auf dem Balkon seines hochmodernen Anwesens steht und erwartungsvoll in die Ferne schaut. Falco von Falkenstein. Hans Kackmann hier, hallo. Hallo. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, dass ich natürlich Ihre Einladung zu dem Rennen annehme. Ich liebe Herausforderungen. Eigentlich ist es für eine Anmeldung schon zu spät. Als Neuling in der Gegend bringe ich ein ordentliches Startgeld mit. Naja, in Ihrem Fall werde ich natürlich eine Ausnahme machen. Wir Falkensteiner begegnen neuen Nachbarn immer gastfreundlich. Ein Gebot. Ein Mann, ein Wort, so ist es richtig. Bevor ich es vergesse, ich habe gehört, dass Sie im Besitz eines vielversprechenden Fohlens sind. Sokrates? Ja, woher wissen Sie? Sowas bleibt in der Nachbarschaft nicht verborgen. Und bei solchem Juwel horch ich natürlich auf, Graf Falco. Der Vater ist der fantastische Kalif, die Mutter meine talentierte Araberstute Sarabande. Sokrates ist ein ganz, ganz wundervolles Tier. Manchmal etwas schwierig und anfällig für Krankheiten. Oh, wenn Sie möchten, werfe ich mal einen Blick drauf. Ja? Wann soll ich vorbeikommen? Kleiner Freundschaftsdienst, morgen früh? Ist mir ein Vergnügen. Bevor Falco antworten kann, legt Kackmann einfach auf und grinst sehr zufrieden. Ding dong, so macht man Termine. Über Falkenstein zucken mittlerweile beeindruckende Blitze. Im Schlossstall streichelt Bibi beruhigt die Socke, während Tina in einer Schüssel einen Brei rührt. Bibi grinst ihre beste Freundin unbekümmert an, während sie dem Fohlen die Medizin geben. Ich glaube, der will endlich wieder auf die Weide. Deswegen ist der bestimmt so unruhig. Zwei Wochen Grippe. Ohne Freunde, ohne Mama. Das ist echt grausam. Die beiden lassen sich auf ihr Heubett fallen, das sie sich gleich neben Sockes Box gebaut haben. Da öffnet sich die Stalltür und Alex tritt ein. Tina sieht ihn vorwurfsvoll an. Er hat sie wegen Sophia ziemlich lange warten lassen. Wen haben wir denn da? Die ist echt unfassbar. Und von wegen Rennen. Die geht auf das Internat in England, wo mich mein Vater hinschicken will. Und jetzt soll sie dich überzeugen und dahin schleppen? Ja, und mein letztes Zeugnis war echt mies. 2 Fünfen. Ja, das ist ja jetzt nicht so schlecht für einen Jungen, ne? Was soll denn das jetzt heißen? Komm, Alex, unsere Schule ist deinem Vater einfach nur nicht standesgemäß genug. Deswegen dieses Nobelinternat in England, Ich will da nicht hin. Wer hat denn gesagt, dass ich dahin will? Ich bleib hier.
Das gibt heute noch was. Ja, das glaube ich auch, dass das heute noch was gibt. Alles ganz schön aufgeladen. Es blitzt erneut. Bibi versucht, ihre Freunde abzulenken. Wenn man die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählt, kann man ungefähr abschätzen, wie weit das Gewitter noch entfernt ist. 21, 22, 23, 24. Es donnert. Noch 4 Kilometer entfernt. Im Gästezimmer des Schlosses steht Sophia vor dem Spiegel und versucht sich, angespornt von Alex' Erzählungen über Bibi, mehr schlecht als recht in der Hexerei. Heck, meck, leck, peck, pickel weg, Hexix! Nichts passiert. Da zischt erneut ein Blitz über den Himmel. Sophia schreckt zusammen. Das alte Zimmer wirkt in dem flimmernden Licht ziemlich gruselig. Sie wendet sich nun ihren chinesischen Vokabelkarten zu, die sie an den Spiegel gepinnt hat, um jederzeit üben zu können, und hext erneut. Vokabeln lerne ich leicht. Hex! Prüfend legt sie die Hand über die deutschen Übersetzungen. Aber offenbar keine einzige Vokabel ist in ihrem Kopf gespeichert. Draußen blitzt es wieder. Und nun flackert auch noch das Licht der Deckenlampe. Alexander? Alexander? Ist ja wie im Mittelalter hier. Im Stall sorgt das Gewitter ebenfalls für Unruhe. Socke steigt aufgeregt in seiner Box. Als Bibi die Tür öffnet, um ihn zu beruhigen, stürmt das Fohlen einfach an ihr vorbei. Ganz ruhig! Socke, es ist nur ein Gewitter! Mist! Tina und Alex versuchen, das Fohlen wieder einzufangen. Doch Socke rennt in Richtung Stalltür davon. Ausgerechnet in diesem Augenblick öffnet die sich knarrend und Sophia blickt erstaunt, wegen Socke, der sich vor ihr aufbäumt, in den Stall. Hektisch ruft Bibi ihr zu, sie soll die Arme ausbreiten. Aber Sophia tritt einfach zur Seite. Und im nächsten Augenblick rast Socke an ihr vorbei. Was denn? Ich stell mich doch nicht so einem wildgewordenen Fohlen in den Weg. Bibi und Tina folgen schnell dem Fohlen. Stopp, stopp! Hektisch! Oh Mist! Alex, komm! Stopp! Du bringst mich jetzt sofort ins Schloss. Sophia, warte ganz kurz. Ich bring dich gleich, okay? Du kannst mich doch nicht einfach hier alleine lassen! Alexander! Doch Alex lässt sich nicht aufhalten und versucht, mit Bibi und Tina Socke einzufangen. Der aber schlägt auf dem weitläufigen Schlosshof einen Haken nach dem anderen. Und dann entdeckt er auch noch das offene Schlosstor. Schnurstracks galoppiert er darauf zu. Bibi erhebt eilig ihre Arme. Ene mine Kuh, Tor geht sofort zu. Das alte Tor setzt sich nur ganz langsam in Bewegung. Socke rast weiter darauf zu. Und erst in letzter Sekunde schließt es sich vor seinen Nüstern. Bibi, Tina und Alex nähern sich ihm vorsichtig und können ihn nun endlich einfangen. Socke, du Verrückter! Jetzt aber schnell zurück, denn es beginnt prasselnd zu regnen. Sophia, die immer noch auf Alex wartet, eilt wütend ins Schloss. Am nächsten Morgen scheint wieder die Sonne. Falco von Falkenstein, der in einer Nische seiner Gemäldegalerie sitzt und mit der Gästeliste für das Rennen beschäftigt ist, nimmt das gar nicht wahr. Diese vielen Gäste bringen ihn ganz durcheinander. Zusagen, Absagen, Zusagen, Absagen. Da bemerkt er Sophia, die auf ihn zugelaufen kommt. Guten Morgen, Sophia. Gut geruht? Ich schon. Aber Alexander hat heute Nacht nicht in seinem Zimmer geschlafen. Wie bitte? Socke ist ausgebüxt und Bibi und Tina, egal, hat er ihnen nicht Bescheid gegeben? Nein, mein Sohn hat offenbar seine Manieren verloren. In meinem Internat muss man wegen jeder Kleinigkeit Bescheid sagen. Naja, wer weiß, wofür das später gut ist. So, wo ist Alexander jetzt? Sophia zuckt unschuldig mit den Schultern. Fassungslos schüttelt der Graf den Kopf. Sein Sohn hat offenbar seine Manieren verloren. Und das alles, wo ich gleich auch noch Besuch wegen Socke Sokrates erwarte. Alex hat zusammen mit Bibi und Tina Socke zur Koppel gebracht. Das Fohlen scheint wieder so gesund zu sein, dass sie ihm einen Tag draußen bei seinen Freunden gönnen wollen. An den Koppelzaun gelehnt beobachten die drei, wie Socke nun glücklich in der Morgensonne herumtollt. Genau in diesem Augenblick kommt Graf Falco auf sie zugelaufen. Zusammen mit... Bibi glaubt nicht richtig zu sehen.
Zusammen mit diesem Kackmann. Guten Morgen, Vater. Wir haben gerade Socke auf die Koppel gebracht. Und, Manu, wen haben wir denn da? Meine beiden kleinen Verlierer. Ja, man sieht sich ja immer zweimal her. Kackmann. Mindestens. Zweimal, weil sie, ihr habt euch, oder sie kennen... Ja. Und? Etwa auch beim Rennen dabei? Klaro, darauf können Sie wetten. Gute Idee. Wetten ist mein zweites Hobby nach Gewinnen. Leute, die über ihre eigenen Witze am lautesten lachen, kann Bibi besonders gut leiden. Und Alex' Vater, wenngleich etwas verwirrt, lacht auch noch mit. Bestens gelaunt legt Kackmann seinen Arm um ihn und läuft mit ihm auf Socke zu, während ihnen Bibi, Tina und Alex vom Koppelzaun aus misstrauisch hinterherschauen. Was reden die da über Socke? Alarmiert erhebt Bibi ihre Arme. Ene, mene, rauschen. Wir können gleich viel besser lauschen. Hexi! Widerspenstigkeit zeugt ja auch von Temperament. Ja. Und Erfolg ist ja eigentlich nur das Nebenprodukt von Spaß. Oh. Anderer Vorschlag. Sie geben mir Sokrates und ich mache aus ihm ein genauso großartiges Klassepferd wie mein Fantastico. Was? Sie können natürlich an anderer Stelle mir entgegenkommen. Ich habe hier noch so viel vor. Absolut. Herr Kackmann, nun ist es so, in der Regel behalten wir die Pferde und bilden selber auf. Ja. Sie müssen lernen, loszulassen. Wen? Geld machen. Ah. Sie können mir so viel geben. Und ich Ihnen auch. Know-how, Cashflow, somehow. Let it flow, let it flow, let it flow. Oh, Gaffanko, wir beide, wir können uns gegenseitig so wunderbar befruchten. Oh, schlafen Sie noch mal drüber. Hufe klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein?